Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ich habe heute wieder ein Neuzugänge-Video für euch. Es kamen ja in der letzten Zeit sehr viele Videos, in denen ich euch neue Bücher, die ich mir gekauft habe, gezeigt habe. Unpackings sämtlicher Art. Ja, auch generell lose quasi, nicht in Päckchen, sind bei mir noch Bücher eingezogen, die ich euch jetzt gerne zeigen würde. Ich hoffe auch, dass dies mein letztes Neuzugänge-Video in diesem Jahr sein wird. Bis natürlich jetzt auf Rezi-Exemplare oder sowas, die mich erreichen. Und wenn ich unbedingt scharf auf eine Reihe bin, werde ich mir diese Bände dann auch zulegen. Aber ich möchte jetzt wirklich mich für November und Dezember komplett einschränken. Und wenn es gut klappt, eben das dann auch noch im nächsten Jahr beibehalten. Ja, aber zu meinem Sub-Vorhaben kommt auch noch ein Video. Ich muss nur mal noch überlegen, wie ich das genau gestalte. Ja, ich muss mich gerade mal ein bisschen umschauen. Wahrscheinlich seht ihr auch die Bücher im Video schon, die hier so rumliegen. Wo ich denn anfangen werde? Mein Monat, also das Kaufverhalten in diesem Monat, hat angefangen mit einem extremen Schnäppchen im Thalia. Und zwar war das das erste Buch von Die Chroniken von Angebeginn, das Buch Emerald. Ja, und das habe ich für 2 Euro komplett neu abgeschossen. Also da musste ich es unbedingt mitnehmen. Ich weiß auch, dass es auf Avell noch die nächsten beiden Bände gibt, habe sie mir aber noch nicht bestellt, weil ich erstmal eben wissen will, wie gut dieses Buch ist. Es geht in diesem ersten Band generell in diesem, ja, in dieser Trilogie um 3 Bücher, eben wahrscheinlich um jetzt hier dieses erste Emerald und dann geht es weiter mit noch anderen Farben. Wie genau die jetzt sind, das weiß ich nicht. Und eben auch um 3 Brüder namens Kate, Michael und Emma oder Michael und Emma, die eben diese Bücher entdecken und wahrscheinlich fantastische Geschichten erleben. Wie genau das aussieht, verrät leider der Klappentext nicht. Ich habe auch noch nicht so viel über diese Reihe gehört, aber mich hat das dann doch angesprochen und für 2 Euro konnte ich es nicht liegen lassen. Ebenfalls ein Mängelexemplar, diesmal im Osiander in Neustadt, in meiner Heimat, in der schönen Pfalz, habe ich dann noch entdeckt. Dornenmädchen von Karen Rose. Das ist ein Thriller, den ich für 8 Euro statt für 16,99 Euro mir gekauft habe, der ziemlich dick ist. Also der hat ja fast 900 Seiten. Das sieht man gar nicht wirklich an. Und hier geht es wieder mal um eine Stalking-Geschichte, was ich ja total ansprechend und faszinierend finde. Nicht, dass ich jetzt unbedingt möchte, dass mir das in der wahren Welt auch passiert, aber ich finde solche Thriller eben total toll, aus diesen, ja, Perspektiven zu lesen. Und wenn es dann eben noch ein Psycho-Thriller ist, was ich dann auch hoffe, dann kann das ja nur gut sein. Hierzu gibt es auch jetzt, ich glaube, der kam im Oktober raus, dann den zweiten Band zu. Und ich weiß, dass Ex Libris Lisa dieses Buch wirklich mochte. Generell, glaube ich, mag sie Karen Rose sehr gerne. Ich habe noch nichts von ihr gelesen und möchte das mit diesem Buch eben ändern. Bei einem nächsten Besuch in der tollen Thalia Buchhandlung sind dann wieder mal 2 neue Bücher bei mir eingezogen. Ich kaufe ja in der Regel eigentlich eher gebrauchte Bücher, was man dann ja auch an den Unpackings sehen konnte. Aber da ich diesen Monat auch oder im Oktober eben Geburtstag hatte, habe ich mir dann auch eher mal etwas gegönnt, was Neues. Zum einen war das eben auch Plötzlich Banshee von Nina McKay. Das ging ja hier auf BookTube nur die Runde und wurde gehypt wie noch was und gelobt. Und ja, ich habe es jetzt auch und möchte es auch so sehr lieben wie alle anderen. Hier geht es um Alanna, die die Gabe einer Banshee, also einer Todesfee in der irischen Mythologie, besitzt. Sie sieht nämlich über ihre Mitmenschen immer eine Zahl ablaufen und kann so erkennen, wann diese Personen sterben werden. Und so versucht sie eben, ihre Mitmenschen zu retten. Aber ich kann mir vorstellen, dass es hier eben öfter dann zu verstrickten Situationen kommt und ja, wahrscheinlich auch etwas mehr dahinter steckt, als es jetzt hier der Klappentext vermuten lässt. Ich freue mich wirklich sehr auf das Buch und hoffe, dass ich euch dann auch noch etwas mehr erzählen kann.
Ein weiteres sehr, sehr gehyptes Buch in der letzten Zeit ist dann auch The Cage Entführt, der erste Band von Megan Shepherd aus dem Heine Fliegt Verlag mit einem meiner Meinung nach sehr hässlichen Cover. Also finde ich nicht gut gestaltet und ich habe auch im Bloggerportal gesehen, dass es ja, die allen anderen Bänden gibt es schon eben mit dem Coverdesign und die haben eigentlich alle auch nur eine andere Farbe. Also, Nichtsdestotrotz soll diese Reihe wirklich, wirklich gut sein. Also gerade jetzt dieser erste Band kam sehr gut an bei allen Mitmenschen. Hier geht es ja um ja, eine Welt, in der quasi Menschen eingeschlossen werden, um sowas wie in einem lebendigen Zoo für Menschen halt gehalten zu werden. So ergeht es dann eben auch unserer Protagonistin in diesem Buch, der 16-jährigen Cora, heißt sie glaube ich genau. Sie erwacht nämlich in einer Wüste und muss dann feststellen, dass sie eben in jenem Zoo gelandet ist. Jetzt werde ich kurz an dieser Stelle meine Rezensionsexemplare einfügen, die mich diesen Monat erreicht haben. Das sind etwas mehr als sonst, weil ich einige Bücher auf dem Bloggerportal zu Anfangs des Monats angefragt hatte, die dann auch bekommen habe und eben auf der Buchmesse ja auch drei Bücher mitnehmen durfte, um sie zu rezensieren. Und ja, also die drei Bücher, die ich auf der Buchmesse bekommen habe, die werde ich euch jetzt nicht noch wirklich ausführlich erklären, denn ich habe ich über den Inhalt gesprochen in meinem Büchervideo, also Buchmesse-Video, ich weiß es nicht. Jedenfalls werde ich jetzt nicht mehr so extrem über die Bücher erzählen, aber ich fange jetzt mal an mit diesen dreien. Und zwar dürfte ich zum einen Andersen von Charles Lewinsky aus dem Nagel und Kimche Verlag mitnehmen. Die Frau, mit der ich gesprochen habe, sie hat zu mir gesagt, es ist schon sehr fies. Und damit hat sie mich auf jeden Fall dann noch mehr gecatcht. Ich habe dieses Buch auch schon mal damals, irgendwann, als ich am Stöbern war, in der Thalia Buchhandlung gesehen und war auch schon sehr angesprochen. Einfach auch, weil ich das Cover cool finde. Das hat so was Düsteres eben auch an sich. Und ja, hier geht es so ein bisschen um ein Maskenspiel der Persönlichkeiten und Lügen, die eben aufgedeckt werden. Ja, und als allerletzter Satz steht hier auch noch, denn das Böse ist in der Welt und es ist klein und niedlich und sowas. Also ich finde es einfach nur cool. Es lässt halt, wie gesagt, nicht so ganz durchschimmern, um was es geht, aber ich bin einfach nur wirklich gespannt darauf, mich in diese Geschichte reinfallen zu lassen und kann euch dann auch im Lesemonat auf jeden Fall noch mehr erzählen über dieses Buch, denn ich möchte auch dieses Buch diesen Monat lesen. Also ich muss es auch so gesehen, weil es ja ein Rezi-Exemplar ist, aber ich habe wirklich richtig Lust auch darauf. Das nächste Buch, es hat mich auch so übertrieben gefreut, dass es bei mir einziehen konnte, dass ich es mitnehmen durfte von der Buchmesse. Und zwar ist es Secret Fire, die Entflammten von C.J. Doherty. Ich habe das jetzt ausgepackt, weil ich es eben auch diesen Monat lesen werde. Es wird mit eines der ersten sein, die ich auf jeden Fall lese, aber ich glaube, es spiegelt jetzt trotzdem ein bisschen im Licht hier. Es ist nämlich schon sehr spät, deswegen müsste ich diese Lampe anmachen. Aber trotzdem, es ist einfach nur unglaublich toll, wie sehr ich mich darauf freue. Hier geht es um Taylor, die ihr Leben bis ins kleinste Detail plant, aber sein einziges Ziel ist es, älter als 18 zu werden. Also ich glaube jetzt mal, dass Taylor die Frau ist und Sacha oder Sacha, wie auch immer, der Junge. Aber das werde ich dann herausfinden. Ja, und ich glaube, zusammen versuchen sie dann eben dieses Schicksal, des Jungen zu umgehen. Und es ist sicherlich wieder mal etwas Mysteriöses und Interessantes, das auf jeden Fall hinter diese Geschichte steckt und ich kann es einfach nicht mehr erwarten, es zu lesen. Das dritte Buch, das mich auf der Buchmesse begleitet hat und das ich mit nach Hause nehmen durfte, ist dann noch Wahnsinn von Kalin Terzinski. Es ist leider wirklich, wirklich schwer, diesen Namen auszusprechen. Ja, und ist im Inkpress Verlag erschienen. Die Frau, mit der ich dort gesprochen habe auf der Buchmesse,
ist selbst die Verlegin gewesen und hat eben erklärt, dass es ein relativ kleiner Verlag ist, der ja auch künstlerisch unterwegs ist und ja, dass sie eben selbst so wirklich dahinter steht und das fand ich sehr beeindruckend. In dem Buch geht es darum, dass ein Mann uns schildert, wie er eben in der psychiatrischen Klinik seine 4 Jahre verbringt. Also scheinbar geht das Buch eben über eine Zeitspanne von 4 Jahren hinweg. Und ja, eben so ähnlich wie der Titel vermuten lässt, gegen seine Psychosen oder Süchte, je nachdem unter was er jetzt leidet, ankämpft. Und das fand ich eben sehr interessant. Wer mich jetzt schon länger verfolgt, der weiß, dass ich für solche Themen, gerade wenn es um psychologische Dinge geht, sehr interessiert bin. Und ja, ich hoffe, dass ich das auch auf jeden Fall noch im November gelesen bekomme. Es ist normal geschrieben und hat auch nicht viele Seiten. 280 wollte ich eigentlich sagen. Also sollte eigentlich wirklich machbar sein. Vom Bloggerportal hat mich dann noch aus dem Limes Verlag Das Geheimnis der Schwimmerin von Erika Swiler erreicht. Ich finde dieses Cover wunderschön und auch die Geschichte hört sich richtig, richtig gut an. Nur leider hat das Paddy jetzt im Oktober gelesen und fand es nicht so gut, was mir eben auch so ein bisschen Sorge bereitet, da ich dann schon auf ihre Meinung auch vertraue. Aber schauen wir einfach mal, Meinungen sind verschieden und ja, ich bin auch wirklich gespannt drauf, was ich dazu sagen werde. Ich hoffe, ihr seid's auch. In diesem Buch geht es um Simon Watson, der ja, in einer Familie aufwächst, in der alle Frauen sich, ja, ich denke mal, das Leben nehmen im Wasser. Jedenfalls kommen sie alle im Wasser, im Meer um. Und das passiert alles um den 24. Juli herum. Jetzt hat er eine jüngere Schwester, die auch kurz vor dem 24. Juli eben ans Meer geht. Sie haben dort scheinbar sowas wie ein Familienhaus oder so, aber da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Jedenfalls macht sie auch so ein bisschen eine Sinneswandlung durch. Also sie verändert sich jetzt eben mit der Zeit und er wundert sich deshalb und hat eben Angst, dass sie das gleiche Schicksal widerfahren muss. Aus dem CBT-Verlag hat mich dann als Rätsel-Exemplar noch die Diamantkriegersaga, der 2. Band von Lalobas Versprechen von Bettina Belitz erreicht. Vielleicht wundert sich jetzt der ein oder andere, denn ja, 2. Band und so, aber irgendwie kann ich mich nicht daran erinnern, dass sie jemals den 1. gelesen hat. Ihr habt recht, das habe ich nicht, weshalb ich mir noch gebraucht auf Medimobs zusammen mit noch 2 anderen Büchern, die ich euch gleich zeigen werde, den 1. Band bestellt habe. Ich möchte diese Reihe nämlich unbedingt lesen. Und als ich gesehen habe, dass es das auf dem Bloggerportal gibt, musste ich es mir vormerken eben und durfte zu den Glücklichen gehören, die das 2. Buch bekommen haben. Ich werde bald auch diesen Monat lesen. Irgendwie ist das jetzt auch so ein kleines Want to Read hier mit drin im Neuzugänge-Video. Und ja, ich freue mich sehr darauf. Es ist wieder eine neue Dystopie, die ich entdecken darf. Und ich glaube, die Rezensionen oder die Meinungen dazu waren jetzt auch nicht so schlecht. Ich bin gespannt. Ich sage jetzt schon wieder, dass ich gespannt bin auf meine Meinung, aber so ist es eben wirklich. In dieser Welt geht es eben darum, dass ja, hier die Meisterdiebin Sarah, die unsere Protagonistin ist, für die Unterwelt, jetzt muss ich kurz mal noch nach dem Namen nachgucken, Hydra, das ist genau die düstere Unterwelt, für die sie als Meisterdiebin eben Diamanten klaut, lebt. Und ja, es war ihr bisher immer eigentlich relativ egal, was mit diesen Diamanten passieren, bis sie auf einen jungen Mann namens Damir, ja, das heißt ja, Damir ist Schwur, also hätte ich mir eigentlich denken können, aber bis sie auf diesen jungen Mann eben trifft und er ihr erzählt, was es eigentlich so hinter diesem ganzen Diamantklau vor sich hat und sie entwickelt dann plötzlich scheinbar auch eine Kraft, die einer Diamantkriegerin und ja, hört sich cool an, finde ich, weil was irgendwie ein bisschen Neueres als einfach nur Untergang der Welt und plötzlich neues Regime und so. Das hatten wir jetzt doch etwas öfter. Aber was mit Unterwelt hatte ich so jetzt noch nicht so oft. Also bin ich mal
Nein, ich sag's jetzt nicht. Ich freue mich drauf. Als letztes Rätsel-Exemplar, das ich dann auch diesen Monat noch lesen möchte, habe ich dann hier Tanz in die Freiheit von Susanne Betz aus dem C. Bertelsmann Verlag. Das ist ein nicht sehr dicker historischer Roman. Er spielt nämlich in Weimar 1791 und es geht um die Geschwister Eleonore und Felix, die sich eben so in dieser Welt, in der sie leben, relativ langweilen, weil ja, es geht halt um Hofstaat und Goethe immer so hin und her, das, was man eben in dieser Zeit so erlebt scheinbar. Als dann aber plötzlich ihre Mutter stirbt und sie beide ein Erbe erhalten, das sie dann angehen müssen, ja, müssen sie eben dafür nach Frankreich und erleben dort eben die sich noch gerade am Gange befindende Revolution. Scheinbar verändert sich dann auch was bei den beiden. Das weiß ich nicht so genau. Hier stehen nur Pünktchen dahinter. Die Geschwister brechen auf in eine weltoffene Stadt, in der immer noch die Revolution lebt. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, mal schauen, was sich da dahinter steckt. Ich denke, das lässt sich auch gut schnell lesen. Hat um die 300 Seiten und wird diesen Monat auch auf jeden Fall noch kommen. Wenn ihr darüber dann mehr erfahren wollt, dann bleibt doch dran quasi bis zu meinem Lesemonat. Wie immer habe ich natürlich ein Buch vergessen und zwar ist das Für dich soll es 1000 Tote regnen von Anna Pfeffer aus dem CB. J Verlag, das habe ich eben auch als Rätsel-Exemplar bekommen. Generell möchte ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei allen Verlagen bedanken, bei denen ich eben Bücher erhalten oder von denen ich eben Bücher erhalten habe. Ich freue mich immer sehr darüber und ja, vielen, 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 vielen Dank. Ja, ich bin hier wirklich noch nicht weit. Es hat aber auch nur so um die 250 Seiten, sage ich jetzt mal. Und hier geht es um die junge Emi, die sehr zynisch unterwegs ist. Sie hat nämlich ein kleines schwarzes Büchlein, in dem sie ja sehr interessante Todesursachen auflistet oder eben Zeitungsartikel sammelt. So ganz kam es jetzt noch nicht auf das Thema dieses kleinen schwarzen Büchleins zu sprechen. Aber sie ist eben sehr zynisch unterwegs, weil sie gezwungenermaßen von ihrem Vater, der eine Therapie, was macht der? Irgendwie ein neues Geschäft oder so macht er eben auf. Also ein, wie heißt es denn jetzt? Mir fällt das Wort nicht ein. Da, wo Therapeuten drin arbeiten, eine Praxis. Ja, er macht eine Praxis in Hamburg auf und sie muss von Heidelberg nach Hamburg umziehen, möchte das aber nicht. Und ja, findet sich im Moment noch nicht so wirklich zurecht in Hamburg. Und wünscht eben ihren Menschen um sich herum, ja, verschiedene Tote. Deshalb dieser Titel und bisher finde ich es richtig cool, weil der Schreibstil toll ist. Es ist halt sehr zynisch und sehr mein Humor. Deshalb bin ich gespannt drauf, wie es mir noch weiterhin gefällt. Vorhin hatte ich ja das ganz kleine Medimops-Paket ja, erwähnt. Da habe ich mir nämlich noch zwei andere Bücher bestellt, die ich auch schon länger auf meiner Wunschliste hatte. Es sind zwei relativ neue Bücher, also so extrem lange sind sie jetzt auch noch nicht auf meiner Wunschliste, aber eben seit Erscheinen. Und das ist zum einen von Sophie Jordan, Infernale. Hier geht es ja um so ein Mördergehen, das ja, in der Gesellschaft umhergeht und jeder, der dieses Mördergehen trägt und eben darauf getestet wurde, der wird mit diesem Zeichen hier gebrandmarkt, mehr oder weniger, und ja, fast auch geächtet von der Welt. Aber dieses Buch war auch in aller Munde auf BookTube, als es rauskam, weil der Löwe Verlag hierzu eine sehr tolle Aktion gestartet hat. Also marketingtechnisch ein Hut ab von mir auf jeden Fall. Und ja, deswegen denke ich auch, dass viele von euch das schon kennen werden. Aber ich bin mal wieder eine der Letzten, die dieses Buch noch nicht besitzt und ja, freue mich auch hier auf die Geschichte, jetzt habe ich schon wieder gesagt. Ebenfalls ein Buch, das denke ich schon viele kennen, ist Das Licht von Aurora, der erste Band von Anna Jarzab, ebenfalls aus dem Löwe Verlag. Also ich bin jetzt ein kleiner Löwe Verlag Nachzügler, aber macht mir nichts aus. Ich freue mich, diese Geschichten trotzdem zu entdecken. Und jetzt habe ich schon wieder gesagt, dass ich mich freue. Aber ist mir egal, es ist nämlich wirklich so. Ich kann es eigentlich wirklich nur bei jedem Buch wiederholen.
In dieser Welt, also wahrscheinlich auch in der Aurora-Welt, je nachdem, wenn es wirklich so heißt wie hier der Titel, geht es eben um Parallelwelten. Also es herrscht eine Welt neben der eigentlichen Welt und unsere Protagonistin befindet sich irgendwann ganz plötzlich dort. Und ja, muss in die Rolle einer Kronprinzessin schlüpfen, die seit längerer Zeit verschollen gilt und unwahrscheinlich die Welt zu retten. Bis sie jedoch plötzlich irgendwann merkt, dass sie sich total hin und her gerissen fühlt zwischen diesen beiden Welten und zwischen einer bestimmten Person, die hier auch vorkommt. Ich fand, das hat sich so toll angehört, dass ich seit der Erscheinung eben auf meiner Wunschliste habe. Und als sie es dann auf Medimops hatten, musste ich zuschlagen zusammen mit den drei anderen Büchern. Zwei anderen Büchern, es waren drei insgesamt. So. Ende des Monats war ich dann noch mit anderen Booktubern unterwegs und zwar mit der lieben Katharina, mit der lieben Nela und der lieben Isabel. Ende des Monats war ich dann auch noch mit drei Booktubern in Karlsruhe unterwegs. Das war die liebe Isabel, die liebe Nela und die liebe Katha. Von allen dreien werde ich, wenn ich dran denke, aber das hoffe ich wirklich, in die Infobox die Kanäle verlinken, damit ihr da mal vorbeikommen schauen könnt, wenn ihr wollt. War das jetzt richtig? Ich habe heute ein bisschen ein Sprachproblem. Ja, und da waren wir natürlich wieder in meinem allerliebsten gebrauchten Bücherladen, in dem jetzt Bücher, von dem jetzt in fast jedem Neuzugänge-Video von mir Bücher vorkamen, aber jetzt auch eben wieder. Ich habe nämlich zum einen ein paar Märchenbücher gefunden. Huch, hier ist ein Fussel. Das ist nämlich zum einen Tausend und eine Nacht, farbig illustriert von Kosa Michaels. Eine, wie ich finde, richtig cool aussehende, so ein bisschen Retro eben Ausgabe. Hier sind auch Illustrationen drin, wenn ich jetzt eine finden würde. Ist natürlich wieder toller Vorführeffekt hier. Zum Beispiel farbige Illustrationen halt, wie der Titel ja auch schon sagt. Wir sind hier drin, das ist aus dem Knauer Verlag. Und ja, ich bin eine der wenigen, die Tausend und eine Nacht noch nicht gelesen haben. Also die Märchen. Ich weiß, dass es eben um Scheherazade geht, die, um sich vor dem Tod zu bewahren, ihrem Mann dann in jeder Nacht eine Geschichte erzählt. Aber was das für Geschichten sind und so, was dann mit ihr letzten Endes passiert, das weiß ich nicht. Deshalb bin ich gespannt drauf, das zu erfahren. Wahrscheinlich immer mal so peu à peu, ein paar Seiten und so. Schauen wir mal. Dafür habe ich übrigens sagenumwobene 3 Euro bezahlt. Ebenso auch für dieses Buch, das wahrscheinlich jeder kennt. Das ist nämlich Die unendliche Geschichte von Michael Ende in einer auch wirklich coolen Ausgabe, wie ich finde. Sehr retro aussehend. Etwas kaputt hier, aber trotzdem mega gut. Und ich kenne den oder die Filme dazu. Ich glaube, es gibt 3 Filme, oder? Also verschieden gestaffelt. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Aber die kenne ich auf jeden Fall und die habe ich sehr geliebt als Kind. Aber das Buch habe ich nie gelesen und muss sich bald ändern. Ich erzähle hier jetzt nicht so viel dazu, weil ich eigentlich relativ sicher bin, dass viele von euch schon wissen ungefähr, um was es geht. Ein weiteres Märchenbuch war dann noch Irische Märchen. Was soll ich dazu sagen? Ich liebe Irland, deshalb müssen auch die Märchen um die ganzen, ja, Fabelgestalten, Fabelwesen bei mir einziehen. Auch diese Ausgabe finde ich cool und für die habe ich auch 3 Euro bezahlt. Für 1 Euro habe ich dann noch Märchen der Antike mitgenommen. Es gab auch irische Märchen in so einer Version, aber die liebe Katha hat schon mehrere Bücher von denen und dann habe ich ihr diese Ausgabe gegeben und mir die Hardcover-Version mitgenommen, weil ich finde, dass das irgendwie retromäßiger aussieht. Ja, und hier geht es eben um Märchen der Antike, wie das ja schon sagt. Außerdem noch für 1 Euro durfte dann bei mir von Katsuo Ishiguro alles, was wir geben mussten, einziehen. Auch dieses Buch habe ich jetzt schon
ja, immer mehr oder weniger mal im Auge gehabt. Wirklich auf meiner Wunschliste war es jetzt erst seit kurzem. Aber auch hier spricht mich die Geschichte mega an. Denn hier geht es um ein Internat, das auf den ersten Blick von außen gesehen ziemlich normal wirkt, aber dann ja scheinbar doch etwas mehr Geheimnisse weckt, denn die Internatseinwohner, also die Leute, die im Internat wohnen, die Jugendlichen oder Kinder, je nachdem, was es jetzt genau ist, haben scheinbar eine besondere Zukunft vor sich. Was es genau damit auf sich hat, das muss ich selbst auch noch herausfinden. Ich hoffe bald. Für etwas mehr als einen Euro, denn einige neueren Bücher kosten dann etwas mehr, die sind speziell ausgezeichnet, habe ich mir dann Tag 4 von Sarah Lotz mitgenommen. Ich glaube, ich habe 4 € dafür bezahlt und ja, es hat eine Leserin, aber ansonsten sieht das in Ordnung aus. Ich möchte es einfach nur lesen. Hier geht es ja um ein, ja, so ein bisschen verschwörungsmäßig, vielleicht auch, ich bin mir nicht so sicher, jedenfalls um ein Kreuzfahrtsunglück und das aber eben noch ein bisschen mehr mit sich bringt. Und was das genau ist, ja, das weiß ich auch noch nicht, aber ich finde diese Aufmache von Sarah Lotz ziemlich cool. Ich habe mir auch schon die 3 zugelegt und bin mal gespannt darauf. Ebenso freuen tue ich mich auch auf Die da kommen von Liz Jensen. Das habe ich, glaube ich, für 3 € mir dort gekauft. Hier geht es eben um Kinder, die ihre Großeltern umbringen. Und dieses Ereignis reiht sich scheinbar immer öfter ab. Und ja, man möchte eben herausfinden, was sich dahinter verbirgt. Könnte mir vorstellen, dass es vielleicht dann auch so ein bisschen was ja, mit genetischen Veränderungen oder irgendwie sowas in die Richtung, auch so ein bisschen Richtung Verschwörung zu tun hat. Wer mein Avell-Unpacking gesehen hat, der weiß, dass ich mir ein Buch gekauft habe, versehentlich, von dem ich dachte, dass es der erste Teil war, aber dann leider der zweite Teil war. Es geht nämlich um Muck von Anna Mugicat oder Mugicat. Ja, und jetzt ist eben der erste Band eingezogen. Ebenfalls eine Dystopie hier spielt. Ja, das Setting ist eben München. Und scheinbar ist es so, dass durch ein, ja, Unglück oder sowas alle Menschen gestorben sind, bis auf Rothaarige. Unsere Protagonistin hier ist jedoch eine Braunhaarige. Und ja, wie das jetzt so entstanden ist, dass sie als einzige überlebt hat, das muss man hier eben herausfinden. Jetzt habe ich noch diese kompletten neuen Bücher für euch zum Zeigen. Ja, ich bin wirklich etwas eskaliert diesen Monat, generell was alles Mögliche mit Büchern zu tun hatte, wahrscheinlich durch die Buchmesse und wahrscheinlich, weil ich Geburtstag hatte. Naja. Egal, nein, ich habe kein schlechtes Gewissen. Ich muss mich einfach ändern und dann, ja, sollte das eigentlich okay sein. Ich habe mir nämlich zum einen von Han Kang die Vegetarierin zugelegt. Das Buch war schweineteuer dafür, dass es nur so dünn ist. Aber es sieht halt auch richtig cool aus. Es gab es nicht wirklich gebraucht und ja, weil es eben so dünn ist, habe ich die Hoffnung, dass ich es sehr bald lesen werde, weshalb ich jetzt auch nicht so lange drauf warten wollte. Hier geht es ja aus der Sichtweise von mehreren Personen, die unmittelbar mit der Person, um die es hauptsächlich geht, eben in Kontakt stehen. Aber eben man erfährt nie die Sichtweise der Person selbst. Es geht nämlich um eine Frau, die plötzlich beschließt, Vegetarierin zu werden. Und laut der Schilderung ihres Mannes ist sie eigentlich total unscheinbar und langweilig, mehr oder weniger. Bis es eben halt dazu kommt, dass sie plötzlich Vegetarierin wird und ja, sich dadurch mehr oder weniger so gut wie alles in ihrem Leben ändert. Und dieser Aspekt, dass es eben nicht sie ist, die uns diese Geschichte erzählt, sondern alle möglichen, ich glaube, 3 Sichtweisen sind es von Menschen, die mit ihr eben in Verbindung stehen. Diesen Aspekt finde ich sehr interessant und ja, auch dieses Buch wird nicht lange auf sich warten lassen. Ebenfalls schon im Avell Unpacking gesehen,
habt ihr vielleicht Kuss des Feuers von Christian Callahan. Dort erzähle ich euch auch, dass ich eben ja dieses Buch mir noch neu gekauft habe, weil ich unbedingt die Reihe haben wollte, aber zu ungeduldig war, um darauf zu warten, dass es wieder auf Avell vorrätig ist. Als es dann aber diesen Monat noch geschah, musste ich es dann doch noch tun und bei Avell bestellen. Aber wie gesagt, dieses Buch ist eben neu, ist sogar auch verschweißt, so als Taschenbuch, habe ich noch nie gesehen, ehrlich gesagt, eingezogen. Das werde ich dann an einen von euch da draußen verlosen, wenn es mal wieder eine Verlosung gibt. Ja, die Bücher, die jetzt kommen, habe ich mir dann sonst auch noch in der Thalia Buchhandlung gekauft, eben komplett neu. Musste einfach sein. Das war zum einen von C.L. Wilson, Der Winter erwacht, aus dem Bastei-Lübbe Verlag. Das war in dieser ja, Fantasy-slash-New-Young-Adult-Richtung, in diesem Bereich. Also weiß ich nicht ganz, ob es vielleicht auch New Adult Einschläge hat. Das war das richtige Wort. Hier steht aber jedoch Fantasy. Es geht nämlich um die Sommerprinzessin Chamsin. Was ist das bitte für ein Name? Und die ja von ihrem Vater gesagt bekommt, dass sie den Winterprinz heiraten soll. Der heißt Winter Adrialan. Auch sehr kreativ. ja, und dieser Mann hat eben die Heimat von dieser Winterprinzessin mit einem Krieg verwüstet. Und durch seine Macht ist das Reich momentan im ewigen Winde erstarrt. Aber wahrscheinlich muss die Sommerprinzessin das Land irgendwie retten mit ihrer Macht und Gabe. Es wird vielleicht hier auch so ein bisschen angedeutet. Hier ist ja alles frostig und hier nicht mehr. Wer weiß, wie das dann sein wird. Aber das fand ich irgendwie ansprechend. Jetzt im Moment bin ich mir gerade nicht mehr so sicher, aber naja, 374 Seiten lassen sich eigentlich auch schnell lesen. Ich hoffe, dass es nicht auf meinem Sub versauert, weil gerade jetzt denke ich mir so, wieso habe ich es mir gekauft? Naja, vielleicht hat es ja einer von euch schon gelesen und kann es mir empfehlen. Dann schreibt mir doch bitte in die Kommentare, weil dann will ich es doch lesen, auf jeden Fall. Mein allererstes Drachenmond Verlagsbuch, das im Thalia vorhanden war, ist Nemesis von Azuka Lionera, Hüterin des Feuers. Und dieses Buch ist total schwer. Es ist auch relativ dick, aber irgendwie in so einer Art gebunden, die das sehr ja, robust macht und dadurch auch schwer. Also dieses Buch kann ich fast eigentlich nur zu Hause lesen. Aber ich fand es eben sehr ansprechend. Hier geht es um eine Zockerin, würde ich jetzt mal behaupten. Also sie ist einfach Gamerin, die gerne Spiele spielt. Ob es jetzt vor dem PC oder vor einer Konsole ist, das kann ich euch leider nicht sagen. Jedenfalls geht es um das Buch Nemesis. Nein, sie heißt Nemesis. Ja, also es geht um Evelyn Porter. Sie wird Nemesis genannt. Ja, und durch eine neue Technologie gerät sie dann in ein gewisses Spiel, das sie wahrscheinlich dann wieder in ihren Bann zieht und bestimmt auch eine dunkle Seite hat. Ja, fand ich eben sehr, sehr interessant. Ich habe ja schon Erebos gelesen von Ursula Poznanski, das mich nur begeistern konnte. Und da geht es ja auch um das Spiel Erebos. Deshalb musste dieses Buch auch bei mir einziehen, weil ich hoffe, dass es ähnlich wird. Ja, dann ist noch ein Buch bei mir eingezogen aus dem HarperCollins Verlag, wo ich mich eigentlich die ganze Zeit dagegen gesträubt habe, es zu kaufen. Aber dann gab es scheinbar irgendeinen Kurzschluss in meinem Hirn, wie öfter mal. Und ich habe mir Dark Elements, den ersten Teil von Jennifer L. Armentrout, gekauft. Ich habe ja schon die Lux-Reihe von Jennifer L. Armentrout angefangen und die wollte ich eigentlich erst beenden, bevor ich mir dieses Buch oder diese Reihe zulege. Und ich wollte sie eigentlich auch im Englischen lesen, aber dann lag das da und sie haben alle so schön geschimmert.
Ja, dann habe ich es mir halt auch gekauft. Jetzt zumindest mal den ersten. Der heißt Steinerne Schwingen. Und hier geht es ja um Laila. Und sie ist. Genau, sie ist ein Gargoyle, so rum. Ich musste gerade überlegen, wie rum es jetzt nochmal war. Aber sie ist ein Gargoyle und jagt Dämonen. Und ja, sowas habe ich bisher noch nicht gelesen. Und jeder scheint es ja zu lieben. Deshalb, ich will es auch lieben. Dann habe ich mir noch von Cecilia Ahern Flawed gekauft. Wie perfekt willst du sein? Eine Dystopie von Cecilia Ahern, das gab es noch nie. Ist ja so ein bisschen All-Age, eben halt ja Dystopie-Jugendstil-mäßig. Und als Jugend- und ja Dystopie-Liebhaberin musste ich es mir eben zulegen. Auch hier bin ich mir eigentlich sicher, dass es jeder von euch kennt. Es geht hier um Celestine, die in einer Welt lebt, in der Perfektion hochgeschrieben wird, bis man an ihr jedoch Makel erkennt. Und dann weiß ich nicht, ob sie ähnlich wie bei Infernale irgendwie auch gebrandmarkt oder verstoßen oder sowas wird. Das werden wir dann sehen. Jetzt habe ich noch zwei Bücher für euch, Leute. Bald haben wir es geschafft. Ich habe mir nämlich endlich auch noch ein Buch gekauft, das ich schon länger beliebäugelt habe. Und zwar Du neben mir von Nicola Yoon und Zwischen uns die ganze Welt. Das kennt wahrscheinlich auch jeder von euch. Es war ja auch wieder in aller Munde. Ich glaube, das war auch mal ein Leseclub-Buch. Ich weiß jetzt nicht, es gibt mehrere Leseclubs und Lesezirkels und was weiß ich was. Ich glaube, das wurde in einem davon auch gelesen. Nico Abrell liebt dieses Buch ja, hat es in Deutsch und Englisch gelesen. Und als wir eben beim Oetinger Verlag waren, zu dem ja auch der Dressler Verlag gehört, und er mir dann vorher auch erzählt hat, wie sehr er dieses Buch geliebt hat und dass er fast ein Interview mit der Autorin hätte halten können. Und wie toll sie doch ist und so, bla bla bla. Da, ja, gab es wieder mal einen Kurzschluss und ich habe es gekauft. Ja, das sieht auch nicht so dick aus, also. Ach ja, ich hoffe einfach, dass ich alle Bücher sehr bald lesen werde. Als letztes Buch ist dann natürlich auch bei mir der neue Fitzek eingezogen. Und es ist so cool. Es ist nämlich ein Psychothriller. Ich liebe Psychothriller, vor allem die von Sebastian Fitzek. Seine neueren Bücher habe ich bisher, doch, ich habe Passagier 21 gelesen. Das war ja auch schon so ein bisschen Verschwörungstheorien-mäßig angehaucht, was ich ja auch sehr interessant finde. Aber seine Psychothriller sind einfach nur bombastisch. Und das ist eben auch aufgemacht wie ein Paket. Also ihr müsst es hier so aufmachen und dann habt ihr unten drunter das Hardcover mit nochmal dem gleichen Cover an sich. Und das finde ich eben richtig, richtig cool. Hier geht es um eine Frau. Ihr Name steht leider nicht hier hinten drauf. Die ja unter Psychosen leidet und sich von der Außenwelt abkapselt, bis sie dann eines Tages ein Paket für einen Nachbarn entgegennimmt von der Post, den sie gar nicht kennt, und das sie ziemlich aus der Bahn wirft, weil sie eben ja im Einklang mit der Nachbarschaft und allem um sich herum sein möchte, heißt, sie möchte alles wissen, um sich sicher zu fühlen. Und so nimmt die Geschichte ihren Lauf, und ich finde, das hört sich einfach nur toll an. Die, die das schon im Oktober gelesen haben, haben auch bisher nur Positives über dieses Buch sagen können, und deswegen hoffe ich, dass ich es auch lieben werde. So, das war mein mal wieder sehr großer Stapel an neuen Büchern, den ich euch jetzt gezeigt habe. Ja, es muss einfach mal eine Änderung geben. Und ich will jetzt auch auf jeden Fall ansetzen. Und ja, dazu kommt dann auf jeden Fall auch noch mal ein Video. Ich hoffe, ihr habt Lust, bisschen was dann in Richtung Veränderungen mit mir zu verfolgen auf meinem Kanal. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr diesen Monat bzw. letzten Monat ebenso an Büchern gekauft habt. Ja, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.